Obwohl die Preise von zu kaufenden Vogelhäusern unschlagbar günstig sind, macht der Bau eines Vogelhauses besonders in der dunklen Jahreszeit viel Spaß. Alles, was Sie dazu brauchen, ist eine Werkbank, im Idealfall mit einem Schraubstock. An Werkzeug benötigen Sie Holzleim, Klebeband, einen Akkuschrauber und Bohrer, ein Bleistift und ein Folienstift, einen Zollstock, ein Geodreieck, eine Laubsäge, eine Feile, einige Befestigungsklemmen, etwas Schleifpapier, eine Säge und eine Heißklebepistole. Bei dem Holzleim sollte die Wasserfestigkeit berücksichtigt werden. Als Material kommt eine Sperrholzplatte mit einer Stärke von etwa 5 mm und eine Plexiglasscheibe zum Einsatz. Ein Bauplan ist ebenfalls empfehlenswert. Als erstes werden die Maße der Grundplatte übertragen. Anschließend wird diese ausgesägt. Mit einer Feile werden danach die Kanten bearbeitet. Der Feinschliff erfolgt mit einem Stück Schleifpapier. Nun wird die Mitte der Grundplatte markiert. Und etwa 1,5 cm von den Kanten entfernt werden zu diesen parallele Linien gezogen. Jetzt werden die Umrandungsleisten auf das Holz übertragen und anschließend ausgesägt. Diesen Leisten werden nun Gehrungen verpasst. Dies kann durch Feilen und anschließendes Schleifen erfolgen oder man benutzt einen Hobel. Nachdem soweit alle Teile fertig bearbeitet sind, kann die Umrandung mit Holzleim an den Kanten der Grundplatte angebracht werden. Befestigungsklemmen sorgen für den nötigen Halt. Nun werden die Halterungen für die späteren Plexiglasscheiben angefertigt. Dazu werden wieder einmal die Maße übertragen und anschließend die Teile ausgesägt. Nun wird aus einer deutlich dickeren Platte ein Stück ausgesägt, welches die gleiche Form wie die Grundplatte hat. Aus dieser entstehen nun drei rautenförmige Teile. An jeweils zwei Seiten dieser Rauten werden die zuvor ausgesägten Rahmen geleimt. Anschließend wird die Raute mit den Rahmen auf die Grundplatte des Vogelhauses geleimt. Dabei sollten die zuvor markierten Linien berücksichtigt werden. Jetzt können die Scheiben aus dem Plexiglas ausgesägt werden. Dazu überträgt man die Maße aus der Zeichnung mit einem Folienstift auf den Kunststoff. Danach werden die Stücke mit einer Laubsäge ausgesägt. Nun werden die Scheiben mit Heißkleber an den Rahmen befestigt. Um die Kanten der Rahmen zu verschönern, kann man aus einer Rundleiste entsprechend lange Stücke aussägen, die anschließend an den entsprechenden Stellen aufgeleimt werden.
Nun fehlt nur noch das Dach, welches aus 6 Segmenten besteht. Nach dem Aussägen werden die Kanten mit einer Gehrung versehen. Klebestreifen bringen anschließend das Dach in die entsprechende Form. Danach kann von der Unterseite der Leim aufgetragen werden. Nach dem Trocknen des Leimes können die Klebestreifen wieder entfernt werden. Jetzt muss nur noch ein Loch in die Mitte des Daches gebohrt werden, durch das anschließend die Aufhängung des Vogelhauses gezogen wird. Nun kann das Vogelhaus befüllt und aufgehängt werden. Es wird sicherlich nicht lange dauern, bis die ersten Vögel zum Vogelhaus kommen.